So Leute, es ist schon ewig her, dass ich einen Decktag gemacht habe. Und dementsprechend, ja, dachte ich mir, was ist denn so das neueste Deck, was du rumliegen hast? Das neueste Deck, was ich rumliegen habe, ist gar nicht mal mehr so neu. Und deshalb habe ich mir das einfach jetzt mal gegrabt und werde dazu ein Deck machen. Ich finde das übrigens super, super cool, dass ich so viele Leute gefunden habe, die ihr Deck für meinen Channel vorstellen. Und ich bin Ihnen auch sehr, sehr dankbar dafür. Dementsprechend möchte ich die Stelle halt mal ganz kurz nutzen, um allen Leuten zu danken, die jetzt so ein Decktag schon aufgenommen haben, noch aufnehmen werden. Ich habe noch so ein paar in der Hinterhand, die ich noch bearbeiten muss, die wahrscheinlich nach diesem Video hier kommen. Ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Und jetzt starten wir mit dem Decktag. Ihr seht es oben in der Top, in der Beschreibung. Five Color Checkpile. Checkpile ist ein Kontrolldeck, das sehr hart um die Handkarten und das Board kämpft. Und naja, früher war das halt mal 4-Color, da gab es den Deathrite Shaman, der wurde dann gebannt. Jetzt gibt es das Astrolab und den Oko. Also sind wir wieder bei 4-Color. Nur, dass wir jetzt auch noch Rot im Sideboard haben. Vorher war es halt so, dass wir kein Weiß hatten, jetzt hatten wir Weiß. Wofür genau sehen wir jetzt gleich? Gucken wir uns erstmal die Mana-Basis an. Die Mana-Basis ist leider sehr greedy. Bestehen aus zwei Underground Seas. Ich lege die mal hier rüber. So. Eine Tundra. Für Blau-Weiß. Eine Volcanic Island. Für Blau-Rot. Ihr merkt schon, ist nicht so die geilste Mana-Basis. Bayou. Grün-Schwarz. Tropical Island, grün-blau. Scrubland, schwarz-weiß. Also wir spielen hier jetzt schon allein mit 7 Duels. Dazu kommen eine Menge Fetchländer. Wirklich, wirklich eine Menge Fetchländer. Ich spiele 3 Misty Rainforests für grün-blau zum Suchen. 4 Polluted Deltas. Blau-schwarz suchen. 4 Flooded Strands für Blau-Weiß suchen. Und ihr seht daran ja schon, das sind 7 Länder, 11 Fetch-Länder. Wir haben noch 2 weitere Länder. Wir haben wesentlich mehr Fetch-Länder als Normalländer. Und das passiert in dem Deck super selten, dass jemand ein Deck, dass jemand ein Land wirklich normal ausspielt. Das passiert fast gar nicht. Dann haben wir noch einen Snow-Covered Swamp und eine Snow-Covered Insel. Warum Snow-Covered? Ich habe es ja gerade eben schon angeteasert. Wir spielen in dem Deck 1, 2, 3 Astrolabs. Astrolabs als Karte natürlich super, super stark, weil sie halt mit Snow Mana agiert. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte, das ist der Wahnsinn. Und sie ist ja selber verschneit. Das bedeutet, man kann auch ein Astrolab in das nächste reinchainen. Deshalb braucht dieses Deck ja auch nur diese 2 Snow-Covered Länder. Mit den Astrolabs kann man tatsächlich relativ viel lustigen Kram machen, zum Beispiel mit Teferi. Teferi Time Revealer ist ein Planeswalker, der eben in jedem Control Mirror absolut vernichtend ist, weil der den Gegner dazu zwingt, nur in seinem Zug zu spielen. Und wenn man dann mit haufenweise Counterspells oder Brainstorms oder sowas arbeiten will, keine Chance, ziemlich gute Karte. Und ihr könnt eben so Tricks machen wie, ihr habt ein Astrolab auf dem Feld, ihr spielt den Teferi, ihr benutzt den Teferi, ihr bounce das Astrolab, zieht eine Karte, ihr spielt das Astrolab, zieht eine Karte und dann zieht er halt, der Teferi halt für ein Mana praktisch 2 Karten, für 4 Mana 2 Karten. Ja, das könnt ihr natürlich auch mit anderen Karten machen, aber gerade mit der Astrolab ist der Teferi Bombe. Wenn wir schon bei den Planeswalkern sind, kommen wir zum stärksten Planeswalker in meinen Augen. Und ja, das sage ich mit Absicht. Jace the Mind Sculptor, 4 Mana, 3 Marken. Ihr kennt ihn alle. Die 4 Effekte von ihm sind genickbrechend. Brainstorm kann er dem Gegner das komplette Deck weg, Fate zielen und so weiter und so fort. Das ist einfach so stark, die Karte. Und ich habe es ja schon erwähnt, für mich ist der stärkste Planeswalker. Viele andere werden jetzt argumentieren mit dem guten Herrn hier. Oko, 3 Mana. Food Tokens kreierender, Elch kreierender, austauschender, Deep der Kronenfee Gedöns.
Ist ja mittlerweile in allen anderen Formaten gebannt, außer Commander und Vintage, glaube ich. Und viele nennen ihn jetzt mittlerweile den stärksten Planeswalker. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass Jace immer noch ein bisschen besser ist, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Vielleicht habe ich auch jahrelang einfach zu lange gegen Jace einfach verloren, als dass ich denen das irgendwie geben möchte. Ich lege die Astro letztes Mal auch hier runter. Dann haben wir sie aus dem Weg, weil wir kommen jetzt mal zu Kreaturen. Wir haben riesige Anzahl an Kreaturen drin. Drei Snapcaster, damit wir eben Spells wieder spielen können. Welche Spells das sind, seht ihr gleich. Und wir spielen ein Playset Baleful Strix. Warum Baleful Strix? Ihr seht, wir haben gar nicht so viele Snow Permanents. Die blau-grünen Snakes sind nicht gut für dieses Deck. Deswegen spielen wir Baleful Strix. Auch die kann man mit dem Teferi bouncen. Deswegen sagte ich das gerade eben, um eine Karte zu ziehen, wieder auszuspielen. So. Gute Karte und ja, davon spielen wir ein ganzes Playset. Das sind auch die einzigen Kreaturen, die wir haben. Also tatsächlich haben wir gar nicht viel was anderes, um das Spiel gewinnen zu können. Wir haben die Baleful Strix, wir haben den Oku, wir haben den Jace, wir haben die Snapcaster. Sonst haben wir nichts, um das Spiel zu gewinnen. Dementsprechend auf die Threads müsst ihr aufpassen und dürft ihr auch gar nicht so leichtfertig raushauen, wie man das manchmal denkt. Um diese Threads dann zu beschützen, spielen wir natürlich ein ganzes Playset Force of Will. Das ist einfach der primäre Counter in diesem Deck. Man nimmt ihn natürlich direkt wieder raus, wenn man nicht gegen einen Combo-Deck spielt, weil ansonsten ist die Karte einfach schlecht. Das verstehen nur viele Menschen nicht, wie schlecht diese Karte ist. Aber gerade gegen Combo-Deck ist sie ja leider ein Muss. Und dementsprechend spielen wir davon ein Playset. Ebenfalls Playset, auch weil sie ein Muss ist, Brainstorm. Die wohl beste, skillvollste und schwierigste Karte im Legacy. Wer was anderes behauptet, sollte erstmal lernen, wie man das Format spielt. Dann, wo Brainstorm ist, kommt normalerweise auch Ponder ins Spiel. Ich spiele jetzt aktuell nur drei Ponder, weil ich brauchte irgendwo Platz. Und ich finde den vierten Ponder nie so wichtig. Da finde ich das, was ich dafür reingetan habe, um einiges wichtiger. Und dementsprechend, ja, drei Ponder. Dann kommen wir zu Drown in the Loch. Blau-schwarzer Zauber, jetzt auch sehr neu. Auch hier aus Throne of Eldraine. Genau wie der Oku aus Throne of Eldraine ist. Für zwei Mana sucht ihr euch eins aus. Entweder kontert ihr ja einen Zauber, wo der Gegner mehr Karten im Friedhof hat, oder ihr zerstört eine Kreatur, wo der Gegner mehr Karten im Friedhof hat. Sehr versile Antwort als Zerstörer und als Konter sehr, sehr gut. Und natürlich blau. Dann zwei Hymn to Turax, weil es einfach der beste Discarder ist. Ich habe bis vor kurzem drei gespielt und habe dann gemerkt, ist leider zu viel und habe dann einen rausgenommen für eine Karte, die jetzt kommt. Toxic Deluge. Drei Mana, als zusätzliche Kosten zahlt ihr x Leben, alle Kreaturen kriegen 6/6. Ihr kennt die Karte, hoffentlich zumindest. Und ihr habt manchmal einfach das Problem mit diesem Deck, dass ihr das Board nicht schnell genug unter Kontrolle bekommt. Weil ihr Gegner einfach ausbrechen kann. Da hilft euch dann die dritte Hymne halt gar nichts. Deswegen ist mir aufgefallen, dass ich manchmal das einfach brauche. Gerade in meinem Meta, das sehr, sehr, sehr kreaturenlastig ist. Ja, dementsprechend ist da halt jetzt ein Toxic drin, statt ein Hymne. Sollte das Meta noch weiter Richtung Combo gehen, wie es aktuell ja der Fall ist, wird da wahrscheinlich wieder eine Hymne reinkommen. So, und dann haben wir drei Inquisition of Kozilek, einfach aus dem Grund heraus, weil sie trifft alles außer Force und Jace. Und Jace können wir anders handeln, Force ist uns relativ egal. Ja, dementsprechend brauchen wir kein Thoughtseize, die Inquisition reicht. Dann haben wir zwei Abrupt Decays, weil Abrupt Decay macht halt alles platt, kommt man halt immer durch, macht Okus platt, macht Teferis platt. Hat nur einen Nachteil, sie ist schwarz. Dadurch kann sie halt mit Veil of Summer getroffen werden. Aber genau dafür spielen wir zum Beispiel hier noch zwei Swords to Plowshares. Die sind nämlich weiß und da kann man das mit dem guten alten Veil of Summer vergessen. Ja, das ganze Deck basiert eben wirklich darum, early die Hand wegzunehmen und danach jede Thread erstmal zu beantworten, danach wieder Karten aufzuziehen, um wieder Value zu generieren. Und dann geht das so zu Out Value und am Ende mit einem Oko, einem Jace, im Snapcaster und wenn es sein muss mit der Baleful Strix, den Gegner hart zu verkloppen, bis er eben nichts mehr machen kann.
Das funktioniert erstaunlich gut. Und ich bin auch am Anfang sehr skeptisch gewesen, was diese Snow Mana angeht mit dem Astrolab. Aber das funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Ich bin sehr begeistert von dem Deck. Und ja, gucken wir uns doch mal das Sideboard an. So, im Sideboard haben wir zwei Plague Engineers. Plague Engineer einfach aktuell so die Karte gegen Death and Taxes, gegen Elfen, gegen so viele Decks, auch gegen ins Mirror oder gegen diese Schlange. So eine gute Karte, weil sie einfach dem Gegner einfach 2-für-1 Karten wegnimmt und danach ein bisschen das Board unter Kontrolle hält. Und wenn man dann blockt, nimmt man noch eine Kreatur mit. Einfach stark. Eine weitere schwarze Karte ist die Surgical Extraction. Ich glaube, es gibt fast kein Deck ohne diese Karte. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Decks, die sie ja nun mal nicht spielen. Und die haben meistens auch eine gute Ausrede dafür, weil es ist einfach die primäre Graveyard Hate Karte. Schlechthin. Warum nur eine? Wir haben hier noch zwei Nilil Spellbombs, einfach nur, weil sie ein bisschen mehr Value ist als die Surgical, weil sie eine Karte zieht, weil sie den gesamten Friedhof exiled. Ich finde sie persönlich besser, aber das ist Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die spielen in diesem Deck die Leyline of the Void. Die finde ich persönlich richtig grausam, einfach nur aus dem Grund heraus, weil wenn sie auf die Hand kommt, ist sie super hart gestrandet. Die Nilil Spellbomb zieht wenigstens noch eine Karte. Die einzigste blaue Karte in meinem Sideboard ist ein Force of Negation, einfach nur gegen Combo-Decks, damit man eben nochmal ein fünftes Force haben kann. Manchmal ist das leider nötig und ja, dementsprechend passiert das. Ebenfalls gegen Combo, aber auch gegen blaue Decks oder auch Discard-Decks oder sonst was. Veil of Summer, wohl aktuell die primäre Karte schlechthin. Nimmt so viel grün-schwarze Decks raus. Oder generell entweder grün oder schwarz. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Blau oder schwarz. So, Entschuldigung. Blau oder schwarz. Und das nimmt so viel raus. Das ist so gut. Ebenfalls, auch gerade fürs Control-Matchup, zwei Sylvan Library, weil es oftmals Leute gibt, wie zum Beispiel die Miracle-Spieler, die können einen schon outvalue und so ist es nicht. Mit diesem komischen Mystic Sanctuary und ach, diesem ganzen komischen Kram, den die spielen. Und da funktionieren eben die zwei Sylvan Libraries sehr gut, weil man einfach mehr Karten zieht dann kann als der Gegner und einfach besseres Value hat. Sollte man jetzt aber gegen Kreaturenlastedecks spielen, wie Maverick oder Death and Taxes oder so ähnlich, kann man eben auch noch zwei Swords to Plowshares reinnehmen, auch gegen Midrange-Decks tatsächlich sehr, sehr effizient und sehr gut. Gegen Delver nötig und so weiter und so fort. Dann hat man eben vier in den 75 drin, aber man schafft es eben nicht, die komplett ins Mainboard zu nehmen. Dementsprechend schwierig. Und jetzt, bisher ja alles 4-Color, wo kommt denn die 5-Color? Die 5-Color kommt hier. Ein Red Elemental Blast. Der Grund, warum wir ein Volcanic spielen. Für ein rotes, counter the target Red Spell or destroy target Blue Permanent. Dasselbe habt ihr mit dem Pyroblast auch, nur dass ihr den immer casten könnt. Ja, das ist der Rotanteil. Gegen Oko, gegen Show and Tell. Ja, also was in dieser Richtung. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich den einen Pyroblast gegen einen Hydroblast austausche, was oder einen Blue Element Blast, was bei mir aktuell die Bewandtnis hat. Ich habe immer noch diesen Flashback-Hass gegen Underworld Breach. Und das ist nur meine rote Karte und aktuell kann man die vielleicht ganz gut gebrauchen. Da werde ich noch ein bisschen mit rumtüfteln und das Deck ist so auch nicht fertig. Das finde ich ja schön an dem Deck. Jeder spielt das ein bisschen anders, jeder hat irgendwo seine anderen Ansichten und das Deck hat fast keinen Core. Das finde ich sehr, sehr cool. Es gibt aber auch sehr wenige Leute, die das Deck wirklich spielen, weil es ist nicht einfach. Wenn man einmal ins Hintertreffen gerät, fast keine Chance mehr. Leider Gottes. Ansonsten hat man fast immer gute Matchups. Dementsprechend, vielleicht ist das ein Deck für euch. Wenn nicht, guckt euch die anderen Decktags an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt ihr gesehen. Ciao, ciao.